So, hi und willkommen zurück. Das hier ist ein Add-on-Video zu meinem Wonderland After Dark Video. Und zwar konzentriert sich dieses Video hier nur auf meinen Mad Hatter. Der Mad Hatter ist einfach so der beliebteste Look gewesen von all denen, die ich geschminkt habe. Und haben ein paar Leute nachgefragt, ob ich da nicht vielleicht ein längeres Video rausmachen kann. Und genau das ist das. Im letzten wurde das Make-up ja quasi nur so überflogen. Und in dem hier zeige ich euch auch, welche Produkte ich benutzt habe, welche Techniken ich benutzt habe, um an den Look ranzukommen. Ich fand halt den Mad Hatter aus dem Tim Burton-Film bisschen langweilig. Also nicht langweilig. Am Anfang war der cool, aber es gibt zu viele Versionen von dem Tim Burton Hutmacher. Und da habe ich mir gedacht, wir brauchen eine neue Version. Und ich habe den quasi fusioniert mit ein bisschen was von dem Mad Hatter aus Alice Madness Returns. Der war natürlich super hässlich, aber in Alice Madness Returns, das ist ein Videospiel, haben die halt diese ganzen coolen Sternzeichen und Runen auf ihren Klamotten drauf. Und da habe ich mir gedacht so, boah, das als Tätowierung im Gesicht, das wäre richtig cool. Also habe ich Elemente aus dem Tim Burton Film, Elemente aus McG's Alice Madness Returns genommen und das zu meinem neuen Look gemacht, so eine Prise Kami noch dazugegeben. Und das habt ihr hier. Also jetzt viel Spaß bei dem Look. Jo, und anfangen tun wir mit dem TV Paint Stick von Krylan, der für mich so die perfekte Möglichkeit ist, sich weiß zu grundieren. Ich nehme den Pinsel 02 von Peaches and Green, weil er ziemlich fest ist und damit gut diese feste Creme verteilen kann. Am Ende muss das natürlich alles noch abgepudert werden. Ich habe auch das einfach Translucent Powder von Krylan genommen. Eine meiner Lieblingspaletten ist die Zulu von Juvia's und die habe ich genommen, um eins meiner Augen zu schminken. Und zwar habe ich, wie ihr da seht, natürlich mit dem Gelb angefangen. Was man hier nicht sieht, es ist auf einer feuchten Concealer-Base aufgetragen. Und zwar habe ich den weißen Revolution Concealer genommen und die Farben dann so richtig reingestempelt. Auch da die Pinsel, die ich benutze, alle von Peaches and Cream. Dann habe ich nochmal von Terra Moon ein Neon-Orange genommen und habe dann noch ein bisschen drüber getopft, einfach um dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Neon zu geben, weil die Perücke sehr neonfarben ist und ja, das Augen-Make-up sollte nicht schlapp daneben aussehen. Am Ende seht ihr da nochmal mit Gelb drüber, um das Gelb ins Orange zu verblenden, damit wir auch nicht das Gelb verlieren. Jetzt habe ich den Epic Ink Liner von NYX und zeichne mir damit die Runen-Tattoos ins Gesicht. Und das ist die Kappe von dem TV Paint Stick und den drücke ich einmal fest in meine Stirn. Ich weiß nicht, ob man sieht, ganz schwach, der hat auf jeden Fall ein Muster in meiner Haut hinterlassen. Und damit ich diesen perfekten Halbkreis da malen kann, ist es natürlich ziemlich geil, den zum Cheaten zu benutzen. Weil, ja, wenn ich Freihand einen Scheißkreis zeichnen sollte, dann würde ich total failen und dann hätte ich nachher so einen krüppeligen Pimmel da im Gesicht. Aber nichts, was auch nur annähernd aussieht wie dieses Ankh-Symbol. Ich weiß gar nicht, welcher Planet das ist. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe es am Anfang des Videos gesagt. Das ist das erste von zwei Glittergelen. B802 und B804 von Eldora, das sind meine absoluten neuen Lieblingswimpern. Die Palette gibt es leider nicht mehr, die war von NYX von letztem Jahr von Weihnachten. Aber ich mag auf jeden Fall diesen kühlen Pastellton zum Grundieren. Das Lila auf dem beweglichen Lid ist wieder aus der Juvia's Place Palette. Und der Glitzer auf dem Auge ist auch von NYX. Ich finde, es sieht aus wie nass. Richtig geiler Scheiß. Mit dem Gel-Eyeliner von Inglot in Weiß habe ich nicht nur den Lidstrich gezogen, sondern auch die Wasserlinie ausgemalt und die Wimpern getuscht. Der ist nämlich safe für die Wasserlinie, richtig geil. Weil ich finde immer, wenn man halt weiße Wimpern tragen würde, wie die von Eldora, sollte man auf jeden Fall einen weißen Lidstrich und weiß getuschte Wimpern haben. Diese krüppeligen, schwarz getuschten Wimpern braucht kein Schwein, so unter weißen Wimpern. Ekelhaft, dass das in so vielen Promo-Fotos auftaucht, weiß ich auch nicht. Das ist also von Stargazer neongrünes Pigment, was ich mir da drauf gehauen habe. Und auch da wieder den Epic Ink Liner habe ich zum Vorzeichen dieses Joker-Mundes genommen und auch um die Details da reinzuhauen. Keine Ahnung, warum ich da unten unter der Kamera verschwinde. Und das ist von NYX der schwarze Lippenstift, der Liquid to Matte, mit dem ich dann die größeren Flächen ausgearbeitet habe und noch ein bisschen nachgesaut habe. Jo, und da haben wir nochmal eine, die Liquory Lane. Keine Ahnung, wenn man das so schön Licorice Lane. Irgendein grauer Lidschatten, den ich zum Konturieren genommen habe. Weil wenn du weiße Haut hast, dann auf jeden Fall nicht mit braun grundieren. Da habt ihr schon gesehen, die Perücke, die ich mir bei Wish gekauft habe, geglättet, geschnitten, frisiert. Ich wollte schon so die weißen Wimpern und die orangenen Haare übernehmen von dem Tim Burton Mad Hatter. Sonst hätte man ihn nachher so gar nicht mehr als Mad Hatter erkannt ohne den Hut. Da haue ich übrigens gerade von Tarte so den Glitzer ins Gesicht.
Der ist viel gröber und eigentlich so ein Festival-Glitter, aber ich finde, der macht halt so eine Art Sommersprossen nochmal um das Augen-Make-up drumherum und sieht richtig fancy aus. Die Bitter Frost sind meine Lieblings-Sclerus im Moment. Die habe ich mir letztens auf einem Gothic-Festival gekauft und die sehen halt richtig geil aus. Nicht so geil wie mein selbstgemachter Hut. Falls ihr übrigens fragt, die Karten in dem Hut, das ist von Killstar, sind das Shirt-Etiketten. Ah ja, das ist nochmal richtig eklig, das habe ich vergessen. Ich habe von Stargaze ein neonorangenes Pigment genommen und damit quasi meine Zähne angemalt, um das so in den Look mit einzupassen. Schmeckt eklig, aber was soll man machen für die Kunst? Ich finde es halt geil, dass das passt. So, das war das Tutorial zum Mad Hatter Look. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, es hat euch inspiriert. Wer das nachschminken möchte oder auch sich nur daran inspirieren möchte, taggt mich bitte auf Instagram. Mein Instagram habt ihr hier. Wenn ihr den Look nachschminkt, wenn ihr ein Bild von dem Look malt, taggt mich immer auf meinem Instagram-Account. Da sehe ich das als erstes und ich freue mich zu sehen, was ihr macht. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Spooktober, der jetzt anbricht für alle Halloween-Junkies unter uns, was wir wahrscheinlich alle sind. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.